Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter. Ja, ist das ein laues Lüftchen da draußen mit außergewöhnlichen Temperaturen? Ging es heute in den Montagmorgen? Wer vielleicht schon früh raus ist, der wird sich wirklich gefragt haben, haben wir wirklich schon November oder ist über Nacht nochmal der Sommer zurückgekehrt? Ja, wir haben November, aber man könnte wirklich meinen, das sind sommerliche Temperaturen heute früh. 19 Grad zum Beispiel im Rheinland, 18 Grad im Emsland, im Rhein-Main-Gebiet und am Oberrhein ähnliche Temperaturen, aber auch ansonsten verbreitet über 15 Grad, lediglich im Südosten von Bayern. Da war es ein bisschen kühler. Ja, das ist wirklich schon außergewöhnlich. Die Nächte ja jetzt jahreszeitlich bedingt natürlich schon sehr lang. Ja, und da braucht es wirklich schon extremer Warmluft und eine gute Durchmischung und auch eine schützende Wolkendecke, damit wir solche Temperaturen an einem frühen Novembermorgen erreichen können. Ja, und der heutige Montag steht nochmal ganz im Zeichen eines warmen Sektors von außergewöhnlich hohen Temperaturen. Und gegen Abend wird dann aber eine Kaltfront diese milde Witterungsphase beenden. Ja, heute Vormittag gibt es dann häufig noch dichte Wolken. Es kann gebietsweise noch mal etwas regnen, vor allen Dingen im Osten des Landes Richtung Brandenburg, Berlin. Da anfangs noch zum Teil der kräftige Regen, der dann aber allmählich Richtung Oder und Neiße abziehen wird. Dahinter dann häufiger mal trocken. Es lockert die Wolkendecke gebietsweise mal auf, vor allen Dingen im Südwesten Richtung Baden-Württemberg am Oberrhein. Da kann sich die Sonne richtig gut durchsetzen. Im Nordwesten ist es dagegen schon meist stark bewölkt und da kommt dann im Nachmittagsverlauf dann die Kaltfront von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Niederrhein auf und bringt schauerartige Regenfälle. Da kann es, wie ich gestern schon erwähnt habe, durchaus sein, dass sich eine richtige Schauerlinie ausbildet, kann richtig mal runterhauen, richtig runterplattern und auch recht ruppige Böen geben. Auf die Windgeschwindigkeiten schauen wir gleich noch mal ein bisschen genauer. Jetzt werfen wir noch mal einen Blick auf die Temperaturen. Wie gesagt, von diesen Werten, da werden wir uns in den nächsten Tagen verabschieden müssen. Wer weiß, ob wir die in den nächsten Wochen und Monaten noch mal wiederbekommen. Das wären heute Nachmittag so Werte von 18 bis 22 im Südwesten am Oberrhein, sogar mit Sonnenschein stellenweise bis zu 24 Grad sein. Ein bisschen kühler dann schon oder im Nordwesten des Landes in Nordfriesland, da ist die kühlere Luft mit der Kaltfront schon da. Dazu, wie gesagt, sehr windig bis stürmisch, durchaus mit Böen so von 50 bis 70 km/h, vor allen Dingen im Westen und Norden des Landes, an der Nordsee einzelne Sturmböen und auch mit dem Durchgang der Kaltfront kann man zumindest nicht ausschließen, dass es einzelne Sturmböen gibt. Ja, in der kommenden Nacht zieht dann diese Kaltfront in Richtung Süden mit schauerartigen Regenfällen. Liegt dann morgen noch über dem Süden des Landes in Bayern und Baden-Württemberg, auch Richtung Erzgebirge noch der Regen. Dieser zieht sich aber immer weiter in Richtung Alpen zurück. Dahinter verbleiben wir doch noch bei relativ vielen Restwolken in der Südhälfte des Landes. Im Norden sieht es anders aus. Dort häufig Sonnenschein, meist nur lockere Bewölkung und erst im Nachmittagsverlauf dann an der Nordsee in Richtung Emsland dann einzelne Schauer. Dazu wird es dann entsprechend schon deutlich kühler mehr werden. Im Südosten von Bayern, da hält sich noch die etwas wärmere Luft. Ansonsten sind es dann morgen meist nur noch so 12 bis 14 Grad. Ja, dann gucken wir auf den Mittwoch. Da wird sich dann zunehmend der Hochdruckeinfluss bemerkbar machen. Über den britischen Inseln baut sich ein kräftiges Hochdruckgebiet auf. Das wird auch zunehmend unser Wetter beeinflussen, beziehungsweise das Hochdruckgebiet sich dann auch nach Mitteleuropa verlagern. Das heißt, im Süden von Bayern und Baden-Württemberg sind da immer noch Reste von diesen Wolkenfeldern, von diesen Fronten mit dichteren Wolken und etwas Regen. An der Nordsee einzelne Schauer. Ansonsten gibt es verbreitet trockenes Wetter, teilweise mit Nebel oder Hochnebel, der sich mitunter auch mal etwas länger halten kann. Aber in vielen Regionen wird sich dann auch mal die Sonne durchsetzen. Im Nebel bzw. an den Alpen meist einstellige Temperaturen. Ansonsten mit Sonnenschein können wir so 12 oder 13 Grad bekommen. Ja, am Ende schauen wir nochmal auf einen 14-Tage-Trend, wie ihr das von mir gewohnt seid. Wir blicken auf Porta Westfalica im äußersten Nordosten von Nordrhein-Westfalen. Wir sehen an den Symbolen, es geht mit verbreitet trockenem Hochdruckwetter weiter. Mal ein bisschen Nebel, Hochnebel, aber auch in vielen Regionen wird es sonniges Wetter geben. Dazu Temperaturen ja relativ kühl, aber alles Werte der Jahreszeit natürlich dann jetzt entsprechend. Die Nächte durchaus frisch, kann bei längerem Aufklaren auch mal Frost geben. Ansonsten bewegen wir uns meist so bei rund 10 Grad. Am Wochenende könnte es sein, dass es noch mal ein bisschen milder wird. Wir sehen das aber an der oder an den Unsicherheitsbereich. Das ist noch nicht ganz klar. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.